Jo Leute, willkommen zu einem neuen wunderbaren Video. Heute testen wir von Level Up wieder mal einen Hydration Drink. Die Sorte Nuke ist dran, haben wir noch nie probiert, weder als Booster noch als Pulver irgendwie. Und ich bin echt gespannt. Zwei Fruchtgeschmäcker sind drin. Und zwar? Blaue Himbeere und Limette. Und Limette, genau. Ab geht's, bis gleich. Bis gleich. Okay Leute, jetzt geht's ab. Wir haben die Ready-to-Drink-Version von Level Up Hydration, also ohne Koffein. Es wird grün, heißt also die Sorte Nuke ist am Start. Geboten wird blaue Himbeere und Limette. Jetzt bin ich echt gespannt, denn ihr werdet gleich sehen. Gut, Limette ist grün. Nach Himbeere schreit die Optik nämlich im ersten Moment nicht, aber das ist ja so ein bisschen das Lustige an, ja. Level Up, dass die einfach auch mal dann irgendeine bekloppte Farbe raus haben, weil sie einen. Die Hälfte ist blau. Oh, der Geruch ist aber gut. Cut. Da freue ich mich jetzt aber drauf. Cut. Was los ist, an was ich als erstes gedacht habe? Spülmittel. Nee? Weingummi, deine geliebten Weingummi-Tierchen in diesem Plastikform. Also die Optik sieht richtig nukig, atomvermüllt aus. Wir probieren mal. Wild. Ja. Das mag ich aber gerne, glaube ich. Hat auf jeden Fall Limettensäure und es hat aber auch so süße, doch man merkt schon Himbeere. Es ist jetzt nicht so hier Obstkorb-Himbeere, sondern mehr so Süßigkeiten, künstliche Himbeere. Aber das schmeckt mir aber sehr gut. Wenn das Ding mit Sprudel wäre, würde ich glaube ich noch trinken. In dem Ding sehe ich eine Sprite ohne Sprudel. Ja, eine Sprite nicht, dafür schmeckt es ein bisschen zu beerig irgendwie. Also mir schmeckt es sehr gut, das ist aber von Level Up auf jeden Fall Hydration Drinkmäßig mein neuer Liebling. Ja? Mhm. Meine Sorte. Oh, ich glaube, das will ich als Booster haben. Feier ich nicht. Also was kann man sagen, wonach schmeckt's? Sprite ohne Sprudel. Nee. Ist auf jeden Fall kräftig im Geschmack, ne? Also du hast schon was im Mund auf jeden Fall. Ja. Was hast du denn im Mund? Also du sagst jetzt, es schmeckt nach Sprite. Ja klar, Limette ist Sprite ist Limette. Ich finde, es hat auf jeden Fall eben dieses himbeerig-süßigkeitenmäßige, Weingummi-mäßige, so Mao-Am-mäßig, kann man es vielleicht auch noch beschreiben. Das hast du auf jeden Fall drin, mit einer guten Mischung. Also mir schmeckt es echt gut. Ob man jetzt hier diese Ready-to-Drink-Flaschen braucht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin mittlerweile echt ein Fan von halt Pulver zum selber anrühren. Aber ja, so mal fürs Mitnehmen, wenn du irgendwie einkaufen bist und denkst, oh geil, Level Up. Bei einer Flasche New könnte ich hängen bleiben, auf jeden Fall. Was ich an diesen Hydration-Drinks eben auch noch am besten finde, die sind ohne Zucker, ohne Koffein, cooler Vitamin-Mix und Mineralstoffe. Ja, es ist also eine gute Alternative, eben, um eben ein bisschen frisch zu bleiben, ordentlich einen Schluck zu trinken, da kann man sich das gut gönnen. Wenn man das also bewerten müsste von 1 bis 10, mir schmeckt es wirklich gut. Also Colin ist ganz schön negativ hier eingestimmt, verstehe ich gar nicht. Ich finde, das ist ein cooler Mix, schön süß, aber auch ein bisschen Säure hinterher. Die beiden Geschmäcker erkennst du schon, die draufstehen oder eben drin sein sollen. Himbeere, Limette, natürlich nicht im natürlichen Sinne, sondern eben so süßigkeitenmäßig ja. Geschmack. So. Ich könnte es gut wegtrinken, ich kann mir das auch gut als Booster für mich vorstellen. Wäre bei einer 8 von 10. Also ich ziehe mal ein bisschen auf. Mein erster, also ne, wo es hier ganz kurz hingehalten wurde zum Riechen, mein erster Gedanke, Seife. Ja, ich rieche häufig Seife. Und das war für mich so Spülmittel. Nummer eins. Zweitens, wenn mir das jetzt gegeben wird. Ja, was ist denn das für ein Geschmack? Limette. Ich finde, bei mir ist keine Himbeere da. Ich sehe da keine. Für mich ist das eine Sprite ohne Kohlensäure. Lieber Colin, wie würdest du diese Sprite ohne Kohlensäure bewerten? Geschmacklich 1 bis 10. 1 Mist, 10 super duper. 1,54. Ach Quatsch. Nee, ich. Das ist. Quatsch. Nee. Das ist. Naja. Nee. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber. Nee. Zwischen 8 und 1 muss sich jeder dann sein eigenes Bild machen. Nuke ist ja eigentlich ein langanhaltender Geschmack. Schreibt mal rein, seid ihr eher auf Collins Seite, der es Mist findet, oder eher auf meiner Seite, die es geil finden.
Mal gucken, wer mehr Stimmen hier kriegt in den Kombis. Eins ist aber hart. Alter, was haben wir schon für einen Scheiß getestet, was wir mit 3 oder 4 rausgeschickt haben? Eins wäre ja ein totaler Reinfall, das kann man doch trinken. Nein! Okay, dann nehmen wir es so hin. Ich bin bei einer 8, Colin bei einer 1. 1,54. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, das kann man gut mal ausprobieren, gerade weil es sie auch ja wirklich einzeln im Supermarkt gibt. Da sind diese Ready-to-Drink, um mal einen Geschmack zu kriegen von Level Up, natürlich eine ganz coole Alternative. Ne? Wir haben schon ein paar Sachen getestet, auch schon ein paar Hydration-Drinks in den Flaschen. Da könnt ihr gerne bei uns in den Kanal reingucken, Playlist Level Up oder in einfach Booster. Wir testen alles oder so ähnlich heißt sie. Guckt einfach mal rein, schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Habt ihr nochmal eine Level-Up-Sorte, die ihr hier getestet sehen wollt? Dann vielleicht ist da mal wieder ein Grund, bei Level Up zu bestellen, dann wird lange nichts mehr bestellt. Stimmt. Bis dahin, damit ihr keine Videos verpasst, könnt ihr hier mal gucken und da irgendwo... Mann, das kannst du machen, wenn du Glocke wieder ein Video alleine machst. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Level Up inhalieren. Prost.